Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 10. Januar. Heute dabei SpaceX, Huawei, Snapchat, YouTube, Bitcoin und smarte Displays, ja, auf der CES in Las Vegas. Und die heutige Geek Talk Daily Folge ist gesponsert von der Acer Swift Series. Und ihr könnt euch auch im Poughkeepsie CH Blog einen ausführlichen Testbericht zum Acer Swift 7 angucken und natürlich durchlesen. Dafür vielen Dank und gehen wir jetzt einfach mal direkt rein. Und zwar zu SpaceX. Ja, SpaceX, das ist das Raumfahrtunternehmen, sagen wir es mal so, von Elon Musk, den wir alle von Tesla kennen. Auch, ja, erfolgreich würde ich es jetzt nicht nennen, aber zumindest haben die schon ein paar Sachen ins All geschickt und auch wieder zurückgeholt. Aber auf der letzten Mission haben sie einen Satelliten mitgenommen von der US-Regierung und sollten den platzieren. Also in der Umlaufbahn entsprechend, logischerweise. Und was ist passiert? Tja, das hat nicht geklappt und sie haben den Satelliten verloren. Tja, das ist schon peinlich und die Infos sind nun durchgerutscht. Das Wall Street Journal hat berichtet, Bloomberg hat berichtet. Tja, jetzt schauen wir mal weiter. Aber es ist natürlich ein Schlag für die private Raumfahrt, die natürlich so vom Staat hätte vielleicht noch ein bisschen gefördert werden können. Naja, diesmal Pech gehabt, aber wir halten ein Auge drauf. Und bleiben wir gleich im Thema hier Staat Eingreifen von außen. Und da geht es nämlich jetzt um Huawei und AT&T. Huawei aus China, der Smartphone-Anbieter, der ist in Amerika praktisch gar nicht präsent. Und die standen jetzt wirklich kurz vor einem Abschluss mit dem Mobilfunkanbieter AT&T, dass die in deren Programm aufgenommen werden und wollten da ein Riesending rausmachen. Und was ist passiert? Die US-Regierung hat das in letzter Minute gestoppt. Und zwar, weil sie Spionagevermutungen bei Huawei und China haben. Tja, belegt ist zwar nichts, aber zumindest hat die US-Regierung eingegriffen und der Deal wird abgesagt. Der hätte nämlich auch jetzt dieser Tage in Las Vegas auf der CES verkündet werden sollen. Tja, also wie gesagt, harter Schlag für Huawei. Mal gucken, ob die nochmal da zurückkommen und sich einig werden mit irgendeinem amerikanischen Mobilfunkanbieter. Ein herber Schlag für Snapchat ist, dass Informationen durchgerutscht sind. Eigentlich ist Snapchat ja immer sehr auf Geheimhalten bedacht, aber die Webseite The Daily Beast hat nun Unterlagen bekommen mit Daten von April bis September 2017 zu fast allen Kernfeatures der App, also zur Nutzung. SnapMaps, Discover, Memories, Geofilter, Lenses, Chat, Audio und Stories. Und die haben, ja, die Zahlen haben ein nicht so tolles Bild abgegeben. Als Beispiel, es gibt ja die SnapMap, da kann man gucken, wo seine Freunde in der Umgebung sind und man kann sich auch einfach Orte angucken und dann öffentliche Snaps aus den Orten gebündelt in einer Story bekommen. Diese Funktion benutzen nur 11% aller täglichen Nutzer. Und da hätte wohl Snapchat mehr erwartet, oder wir alle eventuell auch, aber zumindest hätte Snapchat nicht gewollt, dass so eine Zahl rauskommt. Der Artikel ist wirklich sehr spannend, ganz viele Informationen und wer Lust hat, kann sich die natürlich im Detail mal durchlesen. Er ist in unseren Shownotes wie immer verlinkt. Nächstes Thema, YouTube. Da ist letztens von dem YouTube-Star Logan Paul ein Video gepostet worden, wo er in Japan an einem Ort war, in so einem Wald, der relativ viele Selbstmorde hat. Also viele Leute gehen dahin, um sie umzubringen, so schlimm wie es ist. Und er hat dazu ein Video gepostet, hat auch wohl eine Leiche gezeigt und sich darüber mehr oder weniger lustig gemacht. Nach ein paar Millionen Views hat er das Video auch wieder gelöscht, hat gesagt, war nicht richtig, er nimmt sich jetzt mal eine Auszeit und alles. Aber währenddessen war YouTube die ganze Zeit ruhig zu der Thematik und hat jetzt via Twitter so eine Art halbherzige Entschuldigung, Erklärung dazu gepostet. Ja, nichtsdestotrotz, sie möchten jetzt laut Aussage auf Twitter entsprechend doch nochmal gucken, wie sie mit solchen Sachen umgehen, ihre Richtlinien überprüfen.
ändert aber nichts daran, dass das Video anscheinend ja sogar von YouTube gecheckt wurde, geprüft wurde, freigegeben wurde und es auch lang genug online war, um x Millionen Views zu bekommen. Also da muss YouTube auf jeden Fall ran und auch da bleiben wir dran, ob da noch was passiert. Ja, in China passiert auf jeden Fall was mit Kryptowährungen und Bitcoin. Da waren ja schon diverse Nachrichten in den letzten Wochen und nun will die chinesische Regierung härter gegen das Berechnen von Kryptogeld vorgehen, das sogenannte Mining. Also da werden halt Rechner aufgestellt, die errechnen die Blockchain, die Kryptowährungen und ja, das möchte China nicht mehr. Das wäre umweltfeindlich, weil ja Strom verbraucht wird. Es gibt natürlich entsprechend auch Hitze und alles. Und die ganze Belastung, die ist nicht gut. Und das scheint, dass die da vorgehen, einfach durch die Anhebung des Strompreises. Und natürlich auch noch ein paar Umweltauflagen dazu. Aber schon allein die Anhebung des Strompreises macht die Sache dann wahrscheinlich nicht mehr wirtschaftlich. Und könnte dadurch beeinflussen, dass eben nicht mehr so viel gemeint wird. Vielleicht gibt es auch Wege drumherum, man weiß es nicht, aber dann verlagert sich das Gesamte wahrscheinlich einfach nur in andere Länder, die eben nicht so vorgehen. Mal schauen, wie China da weiter vorgeht. Ist auf jeden Fall spannend, wo man immer dachte, gerade in China gehen solche Sachen vielleicht auch einfacher durch, dass da jetzt gerade die Reglementierungen noch vor anderen Ländern kommen. Hätte ich zumindest nicht gedacht. Was ich auch nicht gedacht hätte, war oder gesagt habe, ist, dass ich ja eigentlich nicht großartig irgendwelche Hardware-Neuigkeiten von der CES in Las Vegas hier in den GeekTalk Daily reinpacken möchte, weil es ansonsten eigentlich nur eine CES-Show ist und vieles ist auch nicht mehr so spannend. Halt, der Fernseher wird noch größer, noch dünner und weiß der Teufel was. Aber eine News habe ich auf jeden Fall, denn sehr viele Hersteller, unter anderem JBL, Lenovo, LG und Sony, haben diverse smarte Displays angekündigt, die mit dem Google Assistant ausgestattet sind. Und das ist ganz klar ein Fingerzeig von Google, dass sie damit gegen Amazon und deren Geräte Echo Show und Echo Spot vorgehen, die auch ein Display eingebaut haben. Auf jeden Fall, ja, die smarten Home-Assistenten verlagern sich jetzt eben in nächster Zeit erstmal auf die Geräte mit Bildschirm und auch da will Google mitspielen. Schauen wir mal, ob Microsoft da auch noch einsteigt. Und es gibt ja noch diverse andere Hersteller, gerade auch im asiatischen Raum. Und da ist das Rennen noch lange nicht gemacht, auch wenn Amazon mit Alexa und Co. natürlich einen Vorsprung hat. Ja, und ihr habt hoffentlich einen kleinen Vorsprung an Informationen für heute. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag. Ist ja langsam bergfest. Habt einen guten Arbeitstag, einen guten Schultag, was auch immer. Und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Und ich sage ciao, ciao, bis dann. Hört mehr Geek Talk.